Erfahrung mit unterschiedlichen Beratungsunternehmen, auch von GE-Seiten. Was war denn so anders in der Zusammenarbeit mit uns? Die Frage war jetzt nicht vorbereitet. Tut mir leid, dass ich dich da überfalle. Nein, das ist kein Problem. Ich glaube, einer der großen Unterschiede, und wir hatten auch ein paar der ganz großen in der Vergangenheit bei uns, ist, glaube ich, das erstens das täglich vor Ort sein und mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Zum Beispiel, wenn ich den Matthias Overberg anschaue, der ist 4 von 5 Tagen in der Woche immer im Werk gewesen. Und neben dem, dass er seine E-Mail rausschickt, welche Informationen er braucht, dann klappert er halt auch die Tische ab. Oder wenn ein Meeting ist, dann sitzt man direkt beieinander und ich glaube, das ist unglaublich, unglaublich produktiv, weil es dann erstens ein Miteinander ist und zweitens ein wirklich Face-to-Face-Gespräch. Und das Zweite, was ich einfach anmerken will, und das ist vielleicht meine persönliche Meinung, dass es im Vergleich zu anderen Unternehmen weitaus weniger von oben herab ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, aber wenn ich jetzt die ganz großen Player ins Haus hole, dann haben die eine gewisse Einstellung, ja, dass alles schlecht ist und nur sie haben die Wahrheit. Und ich würde sagen, das war ein Tick kooperativer und in meinen Augen auch produktiver mit HNZ die Zusammenarbeit. Jetzt ist das Projekt